Okay. Ey, den einen hab ich ja schon abgeknallt. Pumpgun. Der ist schon tot. Bounce. Bounce. Mein Freund. So nicht. Wow. Da schießt doch einer. Hier schießt einer. Sorry, Leute. Wollte ich nicht. Oh Gott. Okay. Mhm. Die Waffe ist bereits geladen. Schön. Jetzt die Karre nehmen wir und damit nach vorne fahren, oder was? Ja, dann mache ich mir den Weg aber erst noch frei, würde ich sagen. Das habe ich nicht geahnt hier. Okay. Da ist schon einer drin. Wir finden dich sowieso, sagt er. Der Regen ist saulaut. Mal im Ernst. Wahnsinn. Guck dir mal die Typen da oben an, da sind zwei Stück. Also, ich habe ihn gesehen, da ist einer. Jetzt hat er sich gebückt, das Schwein. Nee, 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 so nicht. So nicht, mein Freund, so nicht. Wow! Toll, zwei Typen gleich auf einmal. Bin jetzt rausgerannt, okay. Kopfschuss. Und Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Okay. Der war mal ein bisschen dicht dran. Okay, geladen. Schön. Da draußen einer? Nein. Okay. Gehen wir nochmal nach oben gucken. Okay. Einer mit Gewehr, der ekelhafte. Meine Fresse. Okay. Wow, 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 wow. Ja, mir ist es lieber, wenn ich auf dem Rückweg irgendwie nicht gerade von jedem Typen über den Haufen geballert werden könnte. Dann baller ich die lieber selber über den Haufen. Wow, da ist einer. Okay, einer mit Gewehr, einer mit Gewehr. Wow, lad, 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 das ist schlecht. Okay, mein Freund. Pumpgun! Noch einer? Ohne Fahrschein? Ohne Schrotkugel im Kopf? Hier, will einer was? Einer, hä? Einer Stress? Keiner mehr? Schön. Ich hab nämlich auch keinen Bock mehr hier. Alle einen Kopf, Jungs. Alle. Alle. Was ist denn hier? Einfach nur ein paar Rumkugeln, Strohkugeln? Katze, werf mein Zeug nicht runter, bitte. Wäre voll lieb von dir. Oh, schöner Platz zum Kämpfen. Aber hier ist kein Gegner mehr. Ist ja. Die sind. Wir wollen unseren Alkohollaster natürlich haben. Und laufen deswegen erstmal zurück. Okay, ich denke mal, das war es gewesen mit Leuten. Guck mal da. Da oben, da ist da irgendwas. Bestimmt nur einer gestanden, hä? Aber hoch komme ich da nicht. Nee. Komm hier nicht rein. Schlecht. Wäre ich gerne. Ob da oben noch einer drin ist? Bestimmt. Da ist irgendwas faul auf jeden Fall. Naja, holen wir mal die Karre. Wo ist die Karre? Da ist die Karre. Und dann fahren wir erstmal LKW oder was? Oder wie oder was? So, einsteigen, mein Freund. Was? Hä? Ich denke, ich soll zurückfahren. Haben die gemeint, ich soll zurücklaufen oder was? Oh Mann! Ah. Alles wieder falsch verstanden. Ganz klasse. Meine Fresse, ey. Brr.
Okay, Leute, ich habe schon alle um. Friss Schrot, du Schwanz. Stirb. Wo willst du denn hin? Die Waffe haben oder was? Holt er sich die? Nö. Aber nur eine Weile kriechen. Da versteckt die sich in so kleinen Häusern, wo nichts drin ist, ey. Total dumm. So. Na? Oh. Ja, über den Zaun kommen wir natürlich nicht rüber. Klasse. Also rumlaufen. Und. Und? Oh Mann, ich hoffe, dass... Was ist denn hier los? Sind die krass drauf? Was ist denn hier passiert? Alles klar? Die sind alle tot! Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück, aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. Okay, Boss. Okay, einen Moment. So, ich sehe das schon, dass jetzt die ganze Aufnahme für den Arsch war, weil meine Stimme weg war. Ich kotze gleich. Dann werde ich das nachsynchronisieren. Ich habe keinen Bock, das nochmal aufzunehmen. Nur weil mein scheiß Drecksmikro rumspastet. Ich hoffe es zumindest. Wenn mein Mikro rumgespastet hat, dann habt ihr es jetzt gerade nachvertont gehört. Wenn nicht, ja, dann bin ich froh. Ich hoffe, dass nicht so viel weg ist. Ich kotze aber echt gleich. Ich habe ein Mikro extra mit Klebeband repariert, weil es einen Wackelkontakt hat. Und jetzt ist das der Klebeband gelöst gehabt. Ich habe es nicht gemerkt. Ja, zur Zeit hält es noch. Hast du auch zur Sicherheit noch mal ein bisschen anders über den Kopf geschmissen? Komm schon, hier muss es doch was geben, damit man die Tür aufbrechen kann. Ach so. Warte, was die Tür aufbrechen kann. Kannst du das nicht machen? Das hätte ich doch auch schon machen können, oder? Alter, wo bist du hin? Da, hast du was gefunden? Wo hast du was gefunden, sagt er. Oh Mann, ich sehe das schon, die ganze Aufnahme für den Garten ist, ey. Wegen so einem Scheiß! Ich breche sie auf und dann gehen wir rein. Wir müssen uns gegenseitig decken, okay? Alles klar, brech auf. Brech auf! Digga! Also los! Jo, du stehst schon wieder saugünstig, Junge. Hast du mir gerade ins Gesicht geschossen? Nee, ne? Gut. So, auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal hier in dieser Scheune drin, endlich. Meine Fresse. Mann. Was ist. Oh, ich wollte dich gerade erschießen, Junge. Wow. Du standst ungünstig, mein Freund. Hat klar bei dir? Nö. Gut. Ist mir wichtig. Alles klar? Ja, steh auf. Oh, geh hoch. Was ist hier los? Wer bist du denn? Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? Ach, war wohl nur mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay. Halt durch, ich hole den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Tom, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Keine Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Na. Klar. Wirklich? Gut. Ich pass auf die auf. Da kommt Polly. Tom, ich glaube, das ist kein Laster. Verdammt. Okay. Wir wollen einfach mal hier. Ergib dich oder ich schieße! Wo ist der?
Na, komm hoch. Ja, komm schon. Einer weg. Noch einer? Hallo. Keine Bewegung. Du kommst erstmal hoch hier, Jungs. Was zum Teufel ist hier los, Tom? Lebst du noch? Komm hier raus und hilf mir. Ach so. Yo, Polly ist da. Okay, das ist jetzt schlecht. Du Arschloch, du. Scheiße. Das ist eine blöde Kacke, Mann. Scheiße. Ich kann voll wenig ab. Scheiße. Paul, bist du das? Mein Gott, das war ein Massaker. Was für eine Nacht, Mann. Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Hm, sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir, nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Polly, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Alles klar. Und jetzt kommt eine sehr, sehr coole Stelle, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Das Problem ist nur, ich kann viel zu wenig ab. Ja, ich kann viel zu wenig ab. Ich brauche mich ja nur einmal treffen, dann bin ich ja tot. Oh Gott. Der eine Typ hat mich echt böse verwundet, das Schwein. Ja, ich bin noch da. Okay, der Fahrer ist tot. Vielleicht hätte ich doch nicht so viel verbrauchen sollen auf einmal. Okay, da kommt der nächste. Der Fahrer ist tot. Super. Das ist das Wichtigste, den Fahrer erschießen. Dann sitzt der andere nämlich auch relativ schnell lang. Na, einer kommt noch. Hey, wie gemein, fahr doch nicht um die Kurve. Scheiße, lebt noch.